Vor 3 Monaten entdeckten Polizisten auf diesem abgelegenen Hof eine isolierte lebende Familie. Ein bizarrer Fall, der nun vor Gericht verhandelt wird. Laut Anklage hat der Vater seine 6 Kinder misshandelt und 9 Jahre lang psychisch gefangen gehalten, auf dem Hof im ostniederländischen Dorf Raunerwold. Demnach wollte der Vater die Kinder von der Welt fernhalten und drohte ihnen bei Kontakt mit der Außenwelt mit bösen Geistern. Eine Tochter und einen Sohn im Alter von damals 12 bis 15 Jahren soll er mehrfach vergewaltigt haben. Der Vater sowie ein Österreicher, der den Hof gemietet hatte, werden nun der Freiheitsberaubung und Geldwäsche beschuldigt. Die Mutter war 2004 gestorben. Das Hauptverfahren wird möglicherweise erst nach dem Sommer eröffnet.